Das läuft aber schon, glaube ich, oder? So, jetzt läuft es. Ja, da haben wir die Beats. Wunderbar, jetzt geht's. Okay. Ja, Werner, ich habe ja ein Buch von dir gefunden, nämlich von Peter Veran. Und ich habe mir diesen Inhalt, der ja in Gedichtform geschrieben ist, angeschaut, und für mich ist es einfach sehr spannend deshalb, weil ich lyrische Texte sehr gerne lese. Die Lyrik hat ja etwas ganz Besonderes. Sie bewirkt nämlich im Menschen ein bestimmtes Nachdenken, eine Nachdenklichkeit. Und für den aufmerksamen Leser ist es einfach möglich, einen Einblick zu bekommen in subjektive Entwürfe der Welt und der Menschen. Und ich habe mir da ein Gedicht ausgesucht, das für mich so etwas Besonderes zum Ausdruck bringt einerseits und andererseits zum Nachdenken anregt. Wir sind ja alle miteinander tagtäglich im Getriebe. Wir haben alle bis über beide Ohren und Augen zu tun, sind beschäftigt und verwenden meiner Meinung nach viel zu wenig Zeit dafür, wie oder was braucht es, um die Zukunft zu gestalten, und zwar so zu gestalten, dass alle Menschen davon gut profitieren können. Und dieses Gedicht, die Welt ist ein Kuchen, ist für mich wirklich ein ganz, ganz zutreffendes Gedicht, wie teilweise in der Welt gelebt wird, wie sich Menschen verhalten, wie es als Gott gegeben von manchen hingenommen wird, dass es halt die einen gibt, die Profiteure, die großen Profiteure von der Leistung der anderen sind. Und dass viele von denen, die halt eine unglaubliche Leistung erbringen, oder dass für die tatsächlich nur mehr die Würmer und die Maden bleiben. Genau. Ja, danke für deine Worte, lieber Josef Besser. Wir kennen dich genau so. Du bist unser Gesicht nach außen. Ich rede jetzt von der Arbeitnehmerinteressenbewegung, Arbeiterkammer und Gewerkschaft, auch gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft, aber du bist der Präsident der Arbeiterkammer und du bist nicht umsonst unser Präsident. Du siehst schon, dass es unterschiedliche Interessen gibt im Leben und in der Gesellschaft und dass diese Interessen ausgeglichen werden müssen, und du siehst schon auch die Interessen der anderen. Das weiß ich sehr, sehr gut. Allein dein Standing in der Sozialpartnerschaft spricht ja Bände. Du kannst dich schon hineinfühlen in die anderen und hast schon Empathie. Aber dabei geht bei dir, und deswegen schätze ich dich so, nie die Empathie verloren für jene, die einfach nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Und wir in der Arbeiterkammer sind ja zuständig, die Interessen eines wichtigen Teils der Gesellschaft zu fördern, nämlich der Arbeitnehmerschaft. Wir machen das juristisch, wir machen das wirtschaftlich, wir machen das in der Bildung und wir machen das kulturell. Und wir kommen viel zu wenig dazu, uns hin und wieder auch kulturell auszutauschen. Natürlich sind die Schwerpunkte bei uns die Juristerei und die Wirtschaft und die Bildung, aber die Kultur gehört auch dazu. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir das machen. Und dass du dieses Gedicht ausgewählt hast, das ist schon etwas, was mich nicht allzu sehr überrascht bei dir. Lieber Josef, lieber Präsident.
Und das Gedicht geht so. Die Welt ist ein Kuchen. Ich sage euch, die Welt ist ein Kuchen, teils von Schokolade und rund und zuckersüß, teils von Würmern und Maden, die ihr mit Schimmel essen müsst. Ihr werdet nun die gute Seite suchen, die euch mundet und nach Wohlstand schmeckt. Die schlechte gebt ihr schnell dem Armen, das am Gewürme er verreckt. Was hier zu tun, höre ich euch feige fragen, das ist doch nur der Lauf der Welt. Wer schickt uns all die Würmer, all die Plagen, nicht uns? Denn Gott im Himmel solltest du verklagen. So schicke uns das Brot, den Wein, das Geld, wie der einst von Lieb und Herrlichkeit erzählt. Und so gesprochen schmeckt euch Schokolade, fresst Lachs und Hering, garniert in Marinade. Was schert euch der Arme? Soll er doch zum Teufel gehen, ist eben nicht tüchtig genug, nach seinem Auskommen zu sehen. Soll Gott helfen, wenn Gott das Heil verspricht? Ja, frei seid ihr alle von Schuld und Pein, nur nicht ich. Der ich weiß, Gott gibt es nicht. Das hat dir gefallen? Gratuliere, wirklich. Und das ist einfach genau das, was ich versucht habe zu sagen. Es regt zum Nachdenken an. Und ich würde mir wünschen, dass das viele lesen, dass das viele zum Nachdenken anregt. Und ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, dass wir in einer so tollen Welt leben und wir die Möglichkeit haben, sie so zu gestalten, dass es allen gut geht. Es wird immer welche geben, denen es besser geht, und es wird welche geben, denen es weniger gut geht, aber es besteht die Möglichkeit, sie so zu gestalten, dass es allen gut geht. Ein wunderbares Schlusswort, Herr Präsident. Vielen Dank. Besser kann man es nicht ausdrücken. Dankeschön. Ich danke dir herzlich für das schöne Gespräch. Danke. Dankeschön. Danke. Wart, bleibst du noch sitzen? Wir werden das Gedicht nochmal lesen, okay. Schneiden Sie es ein. Ich glaube, dass es nicht notwendig ist, da hat man in der Zeile zweimal gelesen. Ja, das ja. ist ganz natürlich, aber falls der Verlag nicht zufrieden ist, nicht, ich lese es einfach noch einmal. Ich lese das Gedicht jetzt noch einmal, weil ich mich einmal verlesen habe. Vielleicht, wenn es notwendig ist, kann man es hineinschneiden. Die Welt ist ein Kuchen. Ich sage euch, die Welt ist ein Kuchen. Teils von Schokolade und rund und zuckersüß, teils von Würmern und Maden, die ihr mit Schimmel essen müsst. Ihr werdet nun die gute Seite suchen, die euch mundet und nach Wohlstand schmeckt. Die schlechte gebt ihr schnell dem Armen, das am Gewürme er verreckt. Was hier zu tun, höre ich euch feige fragen, das ist doch nur der Lauf der Welt. Wer schickt uns all die Würmer, all die Plagen, nicht uns? Denn Gott im Himmel solltest du verklagen. So schicke uns das Brot, den Wein, das Geld, wie der einst von Lieb und Herrlichkeit erzählt. Und so gesprochen schmeckt euch Schokolade, fresst Lachs und Hering, garniert in Marinade. Was schert euch? Der Arme soll er doch zum Teufel gehen, ist eben nicht tüchtig genug, nach seinem Auskommen zu sehen. Soll Gott helfen, wenn Gott das Heil verspricht, ja? Frei seid ihr alle von Schuld und Pein, nur nicht ich, der ich weiß, Gott gibt es nicht. Super, vielen Dank. Gratuliere. Perfekt, wunderbar. Nehmen wir so zusammen. Ja. Wenn es notwendig ist. Ja. Schön.